Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, heute haben wir das Eisfischen und toi toi toi, wir wollen den Willi schlagen. Wir haben richtig viel geangelt. Wir sind auf jeden Fall besser und wir wollen gewinnen. So, guten Morgen. Einmal gucken, genau. In 2 Tagen hat der Sebastian Geburtstag. Ja. Wir werden ihn finden. Wir wissen ja, wo er ist. Moin, moin. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh, wie schön. Wir können wieder einkochen. Wir gucken mal hier. Streng geheim. Hier das Rezept für mein berühmtes Blaubeertörtchen. Verrat es niemandem. Ich gebe es nur dir, weil wir so gute Freunde sind. Pierre. Toll. Pierre hat uns noch ein Rezept geschenkt für Blaubeertörtchen. Mega genial. Freue ich mich. Also, sich mit den Leuten hier anzufreunden, bringt auf jeden Fall Vorteile, glaube ich. So, darum werden wir uns auch weiter drum bemühen. Jetzt haben wir Marmelade. Dann einmal schwuppdiwupp. So, wir werden auf jeden Fall. Was machen wir denn mal? Komm, wir nehmen Auberginen jetzt. Ach, ja. Wir haben wieder keinen Platz so. Einmal das und das. Okay. So, und einmal zack. Und bitte weiterarbeiten. So, sehr, sehr schön. Ja, können wir auch hier reinlegen. Ist kein Problem. Was haben wir denn? Haben wir hier noch irgendwelche Blümchen? Nee. Die wir verkaufen. Wo steckst du? Guten Morgen. Na, kleiner Mann. Ach, guck mal, er sitzt da genau vor den Würmchen. Kriegen wir den da weg? Ja. So, dann einmal hier geguckt. Na, ihr da? Quack, quack. So. Alles gut. Alles gut. Und nochmal. Quack, quack. So, komm. Dann einmal die Eier abgelegt. Das und das. So, und dann einmal hier, bitte. So. Und einmal. Lass mich mal durch. Ja, jetzt wollen sie mich hier wieder nicht hinlassen. Hallo, lass mich mal dahin. Jetzt kriegen wir es da nicht hin, oder was? So. Quack, quack. Das Fest hat begonnen. Ja. Können wir da nicht rausnehmen mehr? Quack, quack. So, dann runter, ab zum Fest. Guck mal, die nehmen wir noch mit. Zack. So. Kommen wir hier irgendwo durch, so ohne Probleme. zack, zack. Da sind wir wieder. Na, Robin? Ja, wir fragen ihn mal hier. Er ist ja der Neue. Ich mag den Winter. Er ist so friedlich. Stimmt. Finde ich auch. Ich mag den eigentlich auch. Das sieht ja witzig aus. Er steht da. Ja. Die beiden Jungs, der Kurze,
Komm, wir reden hier mit Willi. Hey Jonah, bereit für das Eisfischen? Ja, ich werde mein Bestes geben. Ja, und ich werde dich schlagen. Um ehrlich zu sein, nein, ich bin schlecht im Angeln. Nee. Wir machen das hier natürlich. Das will ich hören. Weißt du was? Ich hätte vielleicht eine Jacke anziehen sollen. Stimmt, er steht da im T-Shirt. So, wir wollen mal nicht so allzu sehr auf den Putz hauen. Wenn er nämlich gewinnt, der Willi, dann haben wir nicht so viel, ne? Willkommen zum Fest des Eises. Ja, das heutige Highlight ist das Eisfischen. Wir haben diesen gefrorenen See vorbereitet, um mit Fischen gefüllt. Lass es mich wissen, wenn du zur Teilnahme bereit bist. Okidoki, bist du bereit? Ja. Wir wollen Willi schlagen. Im Eisfischen. Okay, alle zusammen, lasst uns das diesjährige Eisfischen beginnen. Und? Kandidaten, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in 2 Minuten mit der bereitgestellten Angel zu fangen. Ihr müsst eure Fische hier aus diesen Eislöchern angeln. Gut, sind alle bereit? Los! Ach komm. Hallo, hier. Schlechter Start, haben wir keine Chance. Werden wir verlieren. Ach. Damit werden wir es leider, glaube ich, nicht schaffen. Aber nun gut. Wir haben erst 2. Ich glaube, letztes Mal hatten wir 5, ne? Also, klappt nicht. So. Naja. Na, der Gedanke zählt. Wir haben mitgemacht und haben auf jeden Fall unser Bestes gegeben. Blöd angefangen und so, ne? So. So. Letzte Fisch, glaube ich. Na, schade. Aber einen mehr haben wir. Naja. Haben wir nicht geschafft. Wow, das sind eine ganze Menge Fische. Oh, dieser Geruch. Nun kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eisfischens. Ja, leider haben wir Willi nicht geschlagen. Mann. Jonah mit 6 großen schleimigen Fischen. Ey, wir haben doch gewonnen. Oh, hier ist dein Preis. Viel Spaß damit. Wow, wir haben Magnetköder, Widerhaken, irgendwas und einen Matrosenhut. Gut. Gut, das ist schön. Damit ist das Fest des Eises beendet. Danke für eure Teilnahme.
Lasst uns jetzt noch diese armen Fische freilassen. Ja, mach mal. Ey, wir haben doch gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kann nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Nun dann mal ab nach Hause. Stimmt, also wir waren eigentlich ziemlich schlecht. Hat aber noch gereicht, also immerhin, ne? Haben wir noch was zu verkaufen? Ja, komm, wir verkaufen das hier noch. Und gucken uns das den Angelzubehör dann nochmal an. Machen wir aber machen wir drin. Was haben wir hier? Erdbeerwein. Lecker, lecker. Das ist wirklich lecker. So, komm, was können wir machen? Apfelwein. Hier, zack. Jetzt gucken wir mal. Nach diesem Angelzeug. Den Hut einmal. Für Fische. Wiederhaken. Ja, müssen wir dann mal gucken. Wir kriegen das, glaube ich, also irgendwie noch nicht an die Angel dran, ne? Ich glaube, das klappt ja dann wieder nicht, oder? Naja, ich denke, da brauchen wir vielleicht diese andere Angel erst für, vermute ich. Dass wir das austauschen können, keine Ahnung. Machen wir aber nicht jetzt. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wir wollten gewinnen und wir haben es geschafft. Auch wenn das nicht gerade so der beste Start war. Aber egal, wir haben es geschafft. So, komm, jetzt ab ins Bett. Ja, immerhin ein bisschen, ne? Ein bisschen verdient haben wir auch noch. Das ist sehr, sehr gut. So, sehr, sehr schön. Und das war er, der 8. Tag im Winter. Guten Morgen. Ja, wir haben gut geschlafen. Wir haben gewonnen. Super duper. Und werden heute mal gucken. Morgen hat der Sebastian Geburtstag. Vielleicht gehen wir heute nochmal in die Mine. Vielleicht. Aber das Ganze nach einer kurzen Pause. Wir haben noch hier diese Geoden, die wir aufbrechen lassen können. Können wir aber auch, wenn wir noch ein bisschen mehr gesammelt haben, vielleicht. Aber das entscheiden wir alles natürlich nach einer kurzen Pause. Ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, macht es schön. Bis dann. Tschüss.